Wir haben uns jetzt viel mit den Grundlagen der Sprache beschäftigt, die einen ganz kleinen Sprachkern hat. Und was Sie, Herr Fahr, jetzt gemacht haben, ist, die Sprache fängt an, mächtiger zu werden. Sie kriegt Konstrukte mitgeliefert, geschenkt in einem Vorspiel, Vorgeplänkel, was man Prälude typischerweise nennt. Und was finden wir da alles drin? Gut, ganz allgemein gesprochen erstmal alles Mögliche. Das fängt aber ganz hier oben in der Zeile 1 an, erstmal mit so generellen Helfern, wie man sie aus anderen funktionalen Sprachen kennt. Das heißt zum Beispiel, hier sieht man die Funktion Curry, die eben eine Funktion, die ein Zweitupel annimmt, so umwandelt, dass sie eine Funktion zurückgibt, die die Argumente einzeln annimmt. Das heißt, gecurried eben. Mhm. Das ist direkt ein tiefer Einstieg. Also wer sich nicht auskennt mit funktionalen Sprachen, für den ist das heftig, dass Zeile 1 Curry ist. Für alle, die das mögen, finden das extrem cool. Genau. Dann haben wir so typische Sachen, dass man uncurry natürlich compose and then ist ein umgedrehtes compose, was man da auch schön sieht. Das compose ist das verschachtelte oder das hintereinander anwenden auf ein Argument, was dann in Zeile 3 so schön wie verschachtelt aussieht. Und dann dreht das um. Da fällt auch mir gerade etwas auf. Um das vielleicht noch deutlicher zu machen, mache ich das jetzt gerade einfach mal hier. Ja, das ist auch schön. Das dreht die Argumente um und dann macht es das Compose. Daran sieht man auch schön, da hat man diese Verkettung von Funktionen, dass das Swap und Compose ist, ja. Genau. Dann natürlich der Klassiker, die Identity-Funktion, einmal bezeichnet mit ID und dann einmal mit Identity ausgeschrieben. Wird natürlich nicht nochmal definiert, sondern nimmt einfach auf den Identifier ID wieder Bezug. Genau. Dann gibt es Helfer für Zahlen, die ja fest eingebaut sind. Das heißt, sowas wie zum Beispiel der Kleinervergleich ist fest in den Evaluator eingebaut und ist negative, verwendet das an der Stelle einfach. Mhm. Die Zeile 9 macht so ein Inkrementieren plus 1. Dafür muss man nochmal im Vergleich auch zur Zeile 1 auf dem Schirm haben, dass er in Ihrer Sprache Curring eingebaut ist. Das ist fest drin. Die Zeile 1 war dafür da, explizites Curry zu machen. Korrekt? Genau. Ja. Eine Funktion, die ein Zweitupel eben annimmt, zu curryen, dass sie danach die einzelnen annimmt. Nacheinander. Bei Decre haben sich dann auch Zeile 10 auch so eine nette Geschichte erlaubt. Genau. Zuerst einen Swap machen. Genau, das dreht eben das Minus um, denn würde man das nicht machen, sondern schreiben wie bei Incre, dann hätte man ja das Problem, dass man 1 minus etwas anderes rechnet und das ist ja nicht das Ziel von einem Dekrementieren. Genau. Dann gibt es noch Helfer für Tupel, um eben eine Linksprojektion und eine Rechtsprojektion zu erreichen. Das heißt, es ist einfach eine partielle Funktion. Das sieht man hier auch ganz schön am Pattern, was wir im vorigen Video erklärt haben, dass diese ganze Funktion hier eben nur für zwei Tupel funktioniert. Zeile 14 macht dann True und False. Das ist ja auch dieses Überraschende. Es werden dem Datenwertraum einfach zwei Einträge hinzugefügt, die True und False. Sie ist nochmal zur Erinnerung, man hätte auch Data True in und in der Zeile darunter Data False in. Für uns als Menschen ist die Zeile 14 selbstverständlich wieder gedanklich damit verbunden, dass eigentlich ein boolescher Typ da ist, aber die Sprache selbst sagt nichts darüber. Die führt nur True und False ein. Und dann haben wir in 16. Genau, das ist ein ganz interessanter Teil, denn ich meine mich zu erinnern, in einem vorigen Video haben wir das auch schon erwähnt, dass es kein eingebautes If in der Sprache gibt, sondern das Ganze wird eben über ein Match realisiert. Und das sieht man hier auch ganz schön. Ein If ist einfach eine Funktion, die nimmt einen boolschen Ausdruck an. Eine Funktion, die ausgeführt werden soll, wenn der boolsche Ausdruck True ergibt. Und eine Funktion für den anderen Fall, wenn der boolsche Ausdruck False ergibt. Und dann wird eben auf diesen Wert einfach gematcht und dementsprechend das eine oder das andere zurückgegeben. Beziehungsweise Funktion war falsch gesagt. Es sind beliebige Werte, die dann zurückgegeben werden. Mhm. Auch da ist wieder wichtig, wenn man so ein If hat, das darf man nicht vergessen, das sieht so primitiv gerade aus. Im Hintergrund wird auch das Testargument natürlich vorher evaluiert, dass es eben auf so einen Datenwert wie True und False erst zurückfallen kann.
Also wenn man zum Beispiel so einen Vergleich hat, zwei Datenwerte werden verglichen oder zwei Zahlen sind größer, kleiner und sowas, darf man nicht aus dem Auge verlieren. Genau. Dann gibt es hier folgend in der Zeile 21 und 26 noch so die klassischen binären Operatoren für boolesche Werte, nämlich einmal das AND. Das hätte man auch mit einem IF implementieren jetzt können, da das ja jetzt zur Verfügung steht an der Stelle. Habe ich mich aber dann gegen entschieden und es eben auch einfach mit einem Match gemacht. Und ein AND kann man natürlich so implementieren, dass es von seinem zweiten Operanden abhängt, wenn der erste true ist und wenn der erste false ist, dann ist auch das und natürlich schon false. Beim OR ist es genau dual, sage ich mal. Da ist es so, dass wenn der erste Wert schon, also der erste Operand bereits true ist, dann ist auch die Veroderung true und ansonsten hängt es auch wieder vom zweiten ab. Was hier in dem Fall, weil es eben nicht strikt typisiert ist, so schöne Effekte gibt, dass man auch ein AND mit einer Zahl haben kann als Argument. Und die würde Genau. dann zum Beispiel zurückkommen an der Stelle, genauso beim OR oder sogar eine Zeichenkette, was auch immer. Das ist Genau. auch durchaus gewollt. Das ist relativ normal, auch für so dynamisch typisierte Sprachen, dass die solche Gimmicks haben. Ne? Genau. Ist eben auch, kann man auch als Nachteil sehen, ist aber eben einfach eine Designentscheidung gewesen, ohne diese Typen zu arbeiten. Und dann provoziert das natürlich auch so Code. Genau, diese Provokation ist ja auch deswegen gelungen, weil sie ja später die Sprache erweitern um ein Typsystem und danach sind diese Probleme ausgeräumt. Ne? Genau. Dafür entstehen aber neue Probleme. Genau, dann gibt es hier noch die unäre Funktion des Not. Die wandelt dann einfach den boolschen Wert um. Das sieht man hier auch ganz schön mit dem Match. Aus true wird false, aus false wird true. Auch wenn ich nochmal kurz einhaken darf, das macht auch nochmal klar, Zeile 31, da wird über das Let eine Variable gebunden an die Funktion und die nennen wir auch eine Abstraktion, die da passiert. Damit ist ja immer gemeint, dass ich später not benutzen kann und gar nicht mehr wissen muss, wie da der Rumpf mit diesem ganzen Matchen aussieht. Daher kommt auch diese Begrifflichkeit. Das ist jetzt eine benannte Abstraktion. Also die Abstraktion des Nots hat auch einen Namen Not gekriegt und die kann ich dann verwenden, wenn ich möchte. Nur noch mal so für alle, die sich einfühlen wollen in funktionale Begriffswelten. Genau. Ja, dann haben wir hier darauf schon das XOR. Das ist dann schon etwas größer und bemächtigt sich nicht mehr dem Match, sondern benutzt, wie man das hier schon sieht, das OR und AND und das NOT, was wir zuvor eingeführt haben. So richtig, wenn man so fast möchte, Schaltungslogik mit booleschen Werten. Genau. Kommt dann auch direkt darauf die Implikation, die auch einfach als nicht A oder B implementiert ist. Dann das nicht gleich. Genau, ist auch in der Sprache implementiert, wobei das gleich, aber von Haus aus, also vom Evaluator schon zur Verfügung gestellt wird. So, und dann gibt es so einiges, also wenn man jetzt hier so durchgeht, wir werden natürlich nicht alles besprechen. Das war so ein Einstieg, damit man ein Gefühl kriegt, was hier alles so getrieben wird, wie eben Abstraktionen bereitgestellt werden, damit das Programmieren angenehmer wird in der Sprache. So eine Genau. Art Grundbibliothek wird aus dem Sprachkern jetzt abgeleitet. Genau, vielleicht an der Stelle nochmal erwähnt, man sieht hier, jetzt kommt nach einer Reihe von boolschen Operatoren, kommt jetzt wieder etwas, was auf Zahlen arbeitet, nämlich dieses ist positiv hier. Da könnte man sich jetzt vielleicht fragen, warum das nicht einfach zusammen mit dem ist negative, was weiter oben steht, zusammengeschrieben wird. Das geht natürlich nicht, denn diese Funktion hier verwendet das NOT, was ja erst nach den boolschen Ausdrücken eingeführt wird. Und da sieht man auch einfach, dass dieser Gültigkeitsbereich, der sich ja hier in der Datei so linear aufbaut, dass der auch manchmal ein bisschen im Weg ist. Und was wir, glaube ich, noch nicht erwähnt hatten in einem der vorigen Videos, ist, dass es in der Sprache auch möglich ist, eben um genau sowas auch auszudrücken, kann man in einem Let auch mehrere Dinge definieren. Und dabei kennen alle diese Zeilen, die mit Komma separiert wurden, kennen sich quasi gegenseitig. Das heißt, ich kann A das B zuweisen, das ist nicht unbekannt an der Stelle, sondern ist die Zahl 0. Und wenn ich hier hinten jetzt A zurückgebe, würde ich auch die 0 zurückkriegen. Das heißt natürlich auch, dass wie mit dem Beispiel, was wir im vorigen Video schon hatten, mit diesem A gleich A,
kann ich jetzt genauso gut hier einen Zyklus über zwei Variablen machen. Würde jetzt auch nicht mehr terminieren. Wie immer, wenn man Unsinn haben will, kommt auch Unsinn raus. Ne? Genau. Aber es ist ein schöner Punkt nochmal, das lädt mit dem Komma, dass das die Kontexte sich gegenseitig kennen lässt und einige Sachen vereinfacht. Genau, sonst haben wir den linearen Aufbau. Der Grund, warum ich das hierfür auch noch nicht verwendet habe, ist, dass diese Kommaschreibweise erst später dazugekommen ist tatsächlich, weil ich an einem Punkt war, wo ich es wirklich gebraucht habe, dass sich Definitionen zyklisch kennen mussten. Genau. Das ist hier noch so Definition, was alles ein Space ist. Das war, dass ja eine Zeichenkette zerlegt wird in eine Liste von Charaktern und hier wird einfach definiert, welche Characters als Space-Character gelten. Wobei es da die üblichen Escape-Sequenzen schon gibt vom Parser. Gut, dann haben wir sowas wie isUpper, also sind alles Großbuchstaben verwendet worden. Hier sieht man auch ganz schön, dass man das LED auch zu verwenden kann, um lokale Bindings im Prinzip zu machen, denn dieses Lower und Upper ist außerhalb von dem isUpper nicht sichtbar, das heißt, hier nach dieser Definition könnte ich die beiden nicht mehr verwenden, denn dieses LED befindet sich auf der rechten Seite von dem Gleich. Das heißt, es ist auch nur auf der rechten Seite von dem Gleich sichtbar. Aber genau, an die Lesart muss man sich ein bisschen gewöhnen, weil jetzt haben sie auch das in dem inneren LED, haben sie auch ein Komma verwendet. Und dann kommt das in für den inneren Kontext. Genau. Und dann könnte man auch, wenn man wollte, einrücken. Ja, es ist einfach. Muss man lesen lernen. Genau, richtig. Das Entscheidende ist eben, dass man sieht, dass Let's bis Upper gleich kommt und dann eben das In erst sehr viel später. Da muss man den Blick drauf haben. Warum ich das hier an der Stelle gemacht habe, ist auch einfach, um das Ganze ein bisschen zu optimieren. Denn man sieht, hier wird eine Funktion zurückgegeben. Und würde ich dieses Lower und Upper erst im Körper der Funktion definieren, würde es ja mit jedem Funktionsaufruf neu ausgewertet werden. Da der Ausdruck hier aber konstant ist, muss ich das nicht machen und deswegen habe ich mich dazu entschieden, es erst hier lokal zu definieren und dann eben die Funktion zurückzugeben, die das natürlich kennt, weil sie in diesem Kontext definiert wurde. Also die Variablenbindung Lower und Upper sind damit fix. Dieses C-Funktion, Let I und sowas kennt das dann alles. Genau. Dann geht es weiter mit so Helfern für Character, zum Beispiel hiermit ist Line Break. Dann einfach, um es mal ausprobiert zu haben, eine Fakultätsfunktion, die hier... Die ein bisschen anders aussieht als die, die wir in vorhergehenden Video gesehen haben. Genau. Mit dem Akkumulator arbeitet, das geht ein bisschen flotter. Hätte man nicht machen müssen, da es keine Optimierung gibt für tailrekursive Funktionen. War aber einfach mal ein schöner Test. Ja, dann kommen hier so Funktionen wie Min und Max und ein Clamp, was im Prinzip einfach dafür sorgt, dass ein Wert zwischen einer unteren und einer oberen Grenze bleibt. Okay. Dann wird es etwas interessanter. Wir könnten auch in der Interaktion jetzt jedes Mal zeigen, was die Sachen tun. Sollen wir mal ein Beispiel für die C-Lamp machen? Genau, jetzt kann es nur sein... Da muss ich jetzt leider mal kurz vorweggreifen. Denn die Sprache erweitert sich ja selbst und diese Selbsterweiterung war jetzt gerade noch aktiv. Genau, wir hatten in der Vorbereitung des Videos das wieder eingebaut und vergessen wieder auszubauen. Genau, aber jetzt sollte das Ganze funktionieren. Das heißt, wenn wir jetzt Max 1,2 eingeben, bekommen wir 2 zurück. Das Ganze auch mit Clamp. Wenn wir einen Wert zwischen 0 und 10 haben wollen, und geben 20 ein, kriegen wir 10 zurück. Und wenn es 5 ist, kriegen wir auch 10 zurück. Da wird zweimal Upper verwendet. Sogar noch ein Bug entdeckt. Geil, ne? Hat das Video drehen doch schon seinen ersten... Speichern müsste man natürlich auch. Genau, ja. Jetzt funktioniert es. Hat das Video drehen doch seinen kleinen Sinn. Genau. Ja, ich glaube, die Funktion wird nicht verwendet, deswegen ist es bisher noch nicht aufgefallen.
So 71 hatten wir auch schon in diesem ganzen Kontext Monaden, die Maybe-Monade Genau, oder da eben Option-Monade. kommen dann auch hier unten, die Definition hat damit erstmal nichts zu tun, aber hier unten kommen auch diese zwei Funktionen, die man so typischerweise von einem Monad kennt, nämlich einmal Map und FlatMap, jeweils mit einem Suffix für den imaginären Typ, sage ich jetzt einfach mal, dass es natürlich keine Typen gibt, aber man im Kopf natürlich schon eine Verallgemeinerung der beiden Werte Sum und None hat. So eine typische Programmierhilfe, dass man immer den Namen, den gedachten Typen mit aufnimmt. Genau. Passiert an ganz vielen Stellen, auch bei Ihrem Code. Jetzt müssen wir, wenn unsere Zuschauer das so sehen, die sehen ja auf dem rechten Rand diese Übersicht. Die Prolith ist unglaublich lang. Wie viele Zeilen hat die, Herr Pfarr? Mittlerweile ein bisschen über Über 1300 Zeilen. 1000. Jetzt muten wir das uns und unseren Zuschauern auch nicht zu, das von oben nach unten durchzugehen. Das darf jeder für sich selber machen. Wir können ja mal so Bereiche gerade abstecken. Wir haben diese Option-Monad gerade gehabt. Dazu werden Sachen definiert. Dann gibt es die Try-Monade. Genau, das scrolle ich einfach mal hin. Da sind wir hier schon. Das ist ein Try besteht entweder aus einem Erfolgsfall, der dann einen Wert umschließt, genauso wie der Maybe oder Option Monad, oder ein Fehlerfall, der dann eine Fehlermeldung enthält. Also auch so für Leute aus der imperativen Welt hat Analogien zu der Exception, die man so werfen kann. Richtig? Sie müssen Genau. immer reingrätschen, wenn ich anfange, Unsinn zu erzählen. Da haben wir die Listenmonade, die haben wir die im vorgehenden Video auch schon gehabt. Ja, das ist das mit dem Cons, Head und Tail. Die sind natürlich jetzt ein bisschen ausführlicher, das heißt, es gibt da wesentlich mehr Funktionen für, weil das ist natürlich ein grundlegendes Mittel der Sprache, mit Listen arbeiten zu können. Da gibt es dann zum Beispiel so partielle Funktionen wie Head und Tail, sieht man auch hier wieder ganz schön, dass sie partiell sind, weil sie nicht also beliebigen Wert annehmen, sondern eben schon hier ein Muster stehen haben. Ja. Die Zeile 144 ist auch so eine interessante. Man kann die Size berechnen von einer Liste, die dann natürlich eine Zahl zurückgibt, die Anzahl der Elemente. Man sieht, das ist eine rekursive Funktion, die da aufgerufen wird. Und das ist ein guter Hinweis, was blutige Anfänger, die von der imperativen Sprache gerne falsch machen. Die machen zum Beispiel If-Entscheidungen bei einer Liste immer, wenn die Size gleich 0 ist, dann dieses und jenes. Das darf man eben genau nicht machen, weil die ganze Zeit die Size zu berechnen ist enorm teuer. Da muss man mit den Datendestruktoren arbeiten, also mit dem Match und gucken, ist sie empty. Bei Ihnen war das nil, ne? Genau. Wie ist das? Genau, da haben wir es, das nil. Sobald man solche Datenkonstruktoren zusammen mit Zahlen verwendet, geht meistens irgendwas schief. Da hat man falsch gedacht. Ja, Und man muss lernen, mit den Destruktoren zu arbeiten. die bessere Alternative wäre, weil meistens möchte man ja nur gucken, ob eine Liste leer ist, wäre eine is-empty-Funktion einzuführen oder eben einfach auf nil zu Genau, überprüfen. auf ein Match machen, darauf ist sie nil oder ansonsten weiterzumachen mit irgendwas. Gut, dann haben wir so Klassiker, dass man zippt, dann werden zwei Listen paarweise die Elemente zusammengebracht. Und auch wieder die Genau, die Gegenoperation. Gegenoperation. Das Plus-Plus ist das Konkatenieren Ganz von R, genau, ne? ja. Reverse, dass man eine Liste umdreht, auch da ist wieder relativ teuer, weil das ein rekursiver Vorgang ist. Weil wir ja keine doppelt verketteten Listen oder sowas haben. Und dann haben wir noch Maps und sowas, ne, weiter unten. Genau, Ja, hier sind wir noch schon vorbei. Reverse. Reverse. Ist empty gibt es auf mehreren Werten. Das sieht man hier auch ganz gut. Das ist so eine Art Dispatch. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz bei diesem isEmpty. Ist auch wieder das Schöne, das gilt eben nicht nur für Listen, sondern hier haben Sie im Kopf wieder Ihre Typen gehabt. Genau. Weil man weiß, dazu gibt es dann bestimmte Datenwerte und auf die wird das Pattern Matching hier gemacht. Ja? Genau. Kann man sich, ja, geht vielleicht jetzt zu weit, aber geht so ein bisschen in Richtung Monoide, die natürlich immer ein Zero-Element haben und dieses könnte man immer als das Ja, Empty-Element stimmt. auffassen. So, dann scrollen wir weiter runter. Dann kommen diese ganzen Map-Sachen, FlatMap, Genau, Listen, hier auch verschachtelte Listen, wieder. Flachklopfen. Spezialisiert alles immer mit einem Suffix Liste. Dann Operationen, wie man da durchfoldet. Fold right und fold left. Also oben fold left, unten fold right. Eine Filter.
Wie man sieht, immer noch sehr häufig eben dieses List hinten, der Erinnerung, welcher Datentyp das ist. Ein Reducer. Genau, der auch wieder partiell ist. Das heißt, nur auf nicht leeren Listen funktioniert. Sieht man hier ganz schön. Dann, was macht Starts with? Das geht jetzt so ein bisschen in die Richtung, da Strings in der Sprache als Listen von Zeichen interpretiert werden. Gibt es natürlich auch einige Funktionen, die auf Listen arbeiten und vielleicht für Listen jetzt nicht unbedingt Sinn machen, sondern mehr, wenn man wirklich von Zeichenketten redet. Und das ist zum Beispiel jetzt hier auch das Starts with. Okay, wir hatten eben auch so eine Diskussion vor dem Video, dass man vielleicht für bestimmte Datenrepräsentationen wie Zeichenketten, die zwar hier über Destrukturen von Listen wieder zur Verfügung stehen, vielleicht native Funktionen anbietet, um ein bisschen Speed rauszuholen. Genau. Das ist relativ, ne, das sind, weil sie auch einen Parser gebaut haben und String-Operationen teuer sind, wenn man die auf die Art und Weise realisiert. Optimierung ist auf jeden Fall noch ein offenes Issue. Ja, also jeder, wer will, kann sich daran versuchen. Genau, dann hier genau, Split Add. Split Add, das sind alles so typische Sachen, die man mit Strings eigentlich verbindet. Genau. Arbeitet auch wieder mit Zahlen, das heißt automatisch teuer, weil natürlich dann irgendwie da rekursiv traversiert wird durch diese Single-Linked-List. Drop, Drop-While sind alle sehr ähnlich. Das sind auch so Sachen, die man häufig auch mit Streams, wenn man zum Beispiel auch in Java programmiert, in Verbindung bringt. Sowas gibt es natürlich auch alles für Listen. Genau. Partitionieren. So, jetzt kommt wieder was mit Format, was natürlich wieder mit Zeichenketten zu tun hat. Das ist wieder relativ interessant, denn diese Funktion wird es in der erweiterten Funktion nicht geben können, da sie sich nicht typisieren lässt, denn die funktioniert tatsächlich so, wie man das vielleicht aus, also wenn der Hörer schon mal was von dependently typed Sprachen gehört hat, zum Beispiel Idris, da kann man das tatsächlich typisieren, aber hier nicht, denn das Problem ist, dass sich hier der Rückgabetyp dieser Funktion von dem Argument abhängig ändert. Also, um es kurz zusammenzufassen, die Funktion kann man dafür verwenden, um eben klassische Format-Strings eben zu definieren. Also wenn Sie, glaube ich, ist das zum Formatieren oder zum Endformatieren? Verraten Sie kurz. Zum Formatieren. Formatieren, ne? Also wenn ich sowas wie ein, dieses Prozent S für eine Zeichenkette und dann haben Sie wahrscheinlich Prozent D für ein Digit, ne? Also eine Zahl. Genau. B ist dann Boolean und C Character vermutlich, ne? Richtig. Ja. Und im Prinzip guckt er einfach immer, ob, also was für ein Specifier angegeben wurde, eben ob S, C, B oder D, und gibt dann eine Funktion zurück, die sich dann jeweils anders verhält. Und das ist natürlich dann, wenn man das versucht, im Typ auszudrücken, ein Typ, der von dem Wert abhängt. Und das geht natürlich mit herkömmlichen Typsystemen so nicht. Deswegen wird die Funktion später mal rausfliegen oder eben wesentlich schwächer formuliert sein. Das ist auch ein schönes Beispiel wieder für dieses Thema. Typsysteme geben eine Beschränkung, offenbar zu einem guten Zweck, aber sie behindern einen auch manchmal, bestimmte kreative Lösungen programmieren zu können. Das ist der Preis. Genau. Ja, dann gibt es hier zwei Arten von dieser Formatierungsfunktion, nämlich einmal habe ich die Möglichkeit, Strings zu formatieren und einmal habe ich die Möglichkeit, direkt so einen Format-String auf die Konsole zu printen. So, und der nächste Abschnitt in der Prelude, ich glaube, der ist relativ mächtig und lang. Da geht es um Parser-Kombinatoren, die Sie einführen. Das ist eine andere Idee, wenn man so Lex und Yak kennt, aus dem Compilerbau mit Parser-Kombinatoren. Da verbindet sich die Idee, auch die wieder schön strikt funktional zu bauen. Grob mögen Sie erklären, wie die Dinger funktionieren? Ja, gerne. Also prinzipiell kann man einen Parser wie eine Funktion auffassen, denn er kriegt ja als Eingabe einen Input, also meistens eine Zeichenkette, und liefert als Rückgabe entweder einen Fehlschlag, wenn es einen Fehler gab in der Eingabe, oder eben das Ergebnis, also das, was geparst wurde. Und das kann man natürlich dann in der funktionalen Sprache genauso implementieren als Funktion. Das sieht man dann auch an diesem Datenkonstruktor ganz gut. Der umschließt im Prinzip einfach nur eine Funktion f, damit man sie später noch als Parser wiedererkennt. Aber an sich hängt damit auch nicht mehr zusammen. Also es sind wirklich nur Funktionen, die hier komponiert werden.
Und das Ergebnis, was so eine Parser-Funktion zurückgeben sollte, wenn sich der Programmierer an die Vereinbarung hält, ist hier entweder ein Parse-Success, also ein Erfolgsfall, wobei dann das Ergebnis drin steht und der Rest von der Eingabe, wenn es denn eingibt. Also typischer Resteingabe ist immer eine Zeichenkette. Genau. Ne, der Erfolgsfall und der Rest, der noch übrig wäre, um den weiter zu parsen. Genau, richtig. Und dann gibt es noch zwei Möglichkeiten, und zwar einmal ein Parse-Failure und ein Parse-Error. Dazu muss man sagen, die haben eine ähnliche Bedeutung, sind auch identisch aufgebaut, wie man das hier sieht. Allerdings hat das was mit der Geschwindigkeitsoptimierung zu tun, nämlich Parser-Kombinatoren, wie der Name schon sagt, probieren erstmal kombinatorisch aus. Das heißt, es klingt nicht nur langsam, sondern ist langsam. Und die machen auch eingebautes Backtracking im Grunde, was ziemlich aufwendig werden kann. Genau. Und um das ein bisschen zu verbessern, kann man einen Unterschied machen zwischen einem Fehler, der quasi den Parser zum Stoppen bringt, das wäre dann in dem Fall ein Parse-Error, oder einem Fehler, der nur sagt, ein Zweig des Parse-Vorgangs war nicht erfolgreich, man kann aber noch einen anderen versuchen. Und per Standard, so habe ich die Parser einfach definiert, wird immer erstmal im Fehlerfall dieser Parse-Error zurückgegeben. Das heißt quasi, dass der Parser-Kombinator immer erstmal nicht backtrackt. Und das sieht man dann auch hier direkt. Man muss ihm explizit sagen, dass man backtracken möchte. Ne, Moment, das war die falsche Funktion. Kommt noch später. Heißt Parse Try, deswegen habe ich die gerade verwechselt. Dieses S-Try, das wandelt es nur um in das Try, was wir weiter oben schon gesehen haben. Dieses Parse Success kann man ja genauso gut den Rest verwerfen und dann hat man ja eine ähnliche Struktur wie das Try. Auch nochmal vielleicht so als Hilfe, Kombinatoren heißen sie deswegen auch, weil sich diese Funktion, diese Parser-Funktion kombinieren lassen, also mit Compose zusammensetzen lassen und dann immer mächtigere Parser werden. Die kann man auch sehr effizient implementieren, wenn man möchte, bloß dann bräuchte man zum Beispiel ihre Referenzgeschichte und dann wird die Umsetzung auch so kompliziert, dass sie nicht mehr so schön durchsichtig ist. Also da braucht man einiges als Hintergrundwissen, während einfache Parser-Kombinatoren sind immer sehr schnell und sehr leicht in funktionalen Sprachen umzusetzen. Genau. Ich glaube, da müssen wir auch wieder ein bisschen skippen, an welche Stelle, wo wird es... Also vielleicht kurz, es gibt hier einfach so dann primitive... Den Parse-Char, ne? Das genau. Ist ja so ein einfacher. Genau, das ist im Prinzip einfach nur ein primitiver Parser, den man, also eine Funktion, die erwartet ein Zeichen und gibt dann erst ein Parser zurück. Und dieser Parser, der da zurückgegeben wird, der versucht in der Eingabe genau dieses Zeichen zu erkennen. Also das Eingabe heißt, ich ziehe es immer vor, zu sagen, die Zeichenkette in dem Fall und guckt, ob das erste Zeichen genau dieser Character ist und dann ja oder nein. Ne? Genau. Das sieht man auch hier gut, wenn die Eingabe leer ist, dann kann da ja gar kein Zeichen sein, dann gibt es eben eine Fehlermeldung. Und ansonsten, wenn sie nicht leer ist, dann ist hier ein If, das überprüft einfach, ob das erste Zeichen gleich dem erwarteten Zeichen ist und dann gibt es einen Erfolg oder eben auch einen Fehler. Und da gibt es dann eben einige von diesen primitiven Parsern, zum Beispiel auch ParseAny, was ein beliebiges Zeichen parsen kann, ParseString, was dann mehrere Zeichen am Anfang der Eingabe erwartet, der Zeichenkette. Und auch ParseSpace. Dann wird es wieder ein bisschen interessanter. Das ist jetzt der erste Kombinator, wenn man so will. ParseMany. Und zwar, das ist eine Funktion, die erwartet einen Parser und liefert dann wieder einen Parser zurück. Und was ParseMany im Prinzip macht, ist, diesen Parser, den man ihm hier übergibt, zu wiederholen. Das heißt, man kann sich das im Prinzip wie im regulären Ausdruck den Stern vorstellen, also die beliebige Wiederholung. Genau, oder auch wer sich in dieser EBNF, dieser Extended Backus Naur Form auskennt, da ist das ja auch eine Schreibweise mit einem Ihr ParseMany ist auch keinmal, ne? Oder ist es mindestens einmal? Auch keinmal, also 0 keinmal, ne? Bis also N. 0 bis beliebig viele Zeichen werden mit diesem Parser dann wegschnabuliert. Genau, dann gibt es hier Helfer, die im Prinzip beliebig viele Whitespaces parsen, weil man das ja sehr oft braucht, wenn man einen Parser schreibt. Dann kann man einen Parser, das ist ganz interessant, auch monadisch wieder auffassen. Das heißt, auch hier gibt es wieder ein Map und ein Flatmap, wobei ein Parser immer einen bestimmten Wert parst, den er auch selbst, wenn man jetzt in einem typisierten System wäre, im Typ mitträgt. Das heißt, man spricht immer einen Parser
Also man spricht immer von einem Parser, der ein String zum Beispiel parsen kann oder eine Zahl oder eben irgendwas anderes beliebiges, zum Beispiel einen Syntaxbaum. Und dieses Map transformiert diesen Wert einfach. Das heißt, wenn ich einen Parser von einem String habe, könnte ich den mappen und diesen String zum Beispiel zu einem Int machen und würde dann als Ergebnis einen Parser kriegen, der einen Int parsen kann. Mhm. Warum Sie auch vielleicht immer zurückhaltend waren, Parser, und Sie haben immer Input gesagt und ich darauf bestanden, String. Von der Konstruktion her ist es tatsächlich so, dass es nicht unbedingt eine Zeichenkette sein muss, die ich parse. Ich kann auch beliebige andere als Listen repräsentierte Datenstrukturen damit auseinandernehmen. Genau, die Tokens sind im Prinzip nicht definiert. Natürlich funktionieren dann die primitiven Parser für die Zeichen nicht mehr. Spaces ist dann ein bisschen merkwürdig, ja. Genau. Das muss man dann entsprechend anpassen. Ja, dann gibt es Flatmap. Das verhält sich im Prinzip so, dass es erst den Parser, der hier übergeben wird, parst, also auf der Zeichenkette ausführt, auf der Eingabe. Dann transformiert es den Wert, der geparst wurde, mit dieser Funktion. Und jetzt ist es ja normalerweise so, dass bei Flatmap dann die Funktion wieder den Monad zurückliefert. Das heißt, f würde in diesem Fall wieder einen Parser zurückliefern. Und damit man hier am Ende auch tatsächlich mal ein Ergebnis zurückliefern kann, wird dieser Parser nochmal ausgeführt. Das heißt, es ist ähnlich wie eine Hintereinander-Ausführung von Parsern. Mhm. So, und dann geht es jetzt weiter. Parse both, parse either. Also da hat man die Alternative, macht entweder das eine, macht das andere. So baut man sich ein ganz mächtiges Werkzeug zusammen, dass man, hätte man eine Notation dafür. Mir geht es dann immer so, wenn man Parser-Kombinatoren schreibt, dann ist das fast wie EBNF im Klartext dahin zu schreiben und kriegt den Parser geschenkt. Ne? Ja. Wobei hier in der Sprache Lambda M das nicht ganz so schön aussieht. Das sehen wir nachher auch mal, in der, wo die Erweiterung geschrieben wurde, wurden diese Parser natürlich verwendet dafür. Mhm. Und ganz so schön wie EBNF sieht es nicht aus. Aber Sie hätten sich einen Parser schreiben können, der fast EBNF liest und das umwandelt. Ne? Das hätte ich tatsächlich machen können, ja. Das ist eine gute Idee. Genau, hier sieht man dieses Parse-Try, was ich eben erwähnt habe. Mhm. Und da sieht man auch ganz schön, dadurch, dass ja ein Parse-Error bedeutet, nicht backtracken, verwandelt ein Parse-Try einen bestehenden Parser P so um, dass der, wenn immer er einen Parse-Error zurückgibt, dann ein Parse-Failure zurückgibt. Mhm. Das heißt, da wird dann quasi das Backtracking eingeschaltet. Dann gibt es ein Parse-Choice, das ist im Prinzip wie das Parse-Either, nur dass es eben eine Liste annimmt und quasi die Alternative aus allen Elementen bildet. Ich glaube, wir müssen ein bisschen skippen, weil das sind alles übliche Sachen, die man sich so baut. Sie haben auch sehr viele dazu gebaut, um möglichst viel Flexibilität zu haben, weil Sie ja auch Ihre Spracherweiterung vor Augen hatten und wussten ja auch, was Sie so alles brauchen werden. Beziehungsweise haben bestimmt auch im Rückgang manchmal Parser-Kombinatoren hinzugefügt. Genau so ist es, ja. Und hier kommt, jetzt sind wir eigentlich in Zeile, wenn ich das gerade richtig sehe, 4, 2, 6 durch mit den Parser-Kombinatoren, kann das sein? Genau, oder? Müsste, ja, ist zu Ende, genau. Und jetzt kommen noch so einige Sachen, wo Sie gesagt haben, ich mache jetzt ein Map, ein Flatmap, in Anführungszeichen typunabhängig. Ne? Genau, was dann im Prinzip, zum Beispiel in einer Programmiersprache wie Haskell gibt es ja dann Typklassen, da kann ich ja dann auch einfach Map auf einen beliebigen Typen aufrufen. Da ist es allerdings typsicher trotzdem, da ja diese Typklassen für verwendet werden. Und das habe ich aber einfach hier versucht, untypisiert so ein bisschen nachzubilden, dass ich eben auf etwas Beliebigen, was eben so eine monadische Operation hat, eben das ausführen kann. Dafür müssen Sie natürlich gewährleisten, dass Ihre Datenkonstruktoren sich unterscheiden. Aber wenn man das hat, geht das natürlich auch. Genau. Mhm. Das gleiche Spiel mit Flatmap. Hier gibt es nochmal eine Funktion flatten, die verhält sich ja ähnlich wie Flatmap, nur dass sie nicht den Monad mappt vorher, sondern wirklich zwei ineinander verschachtelte Monade flach klopft. Mhm. Wenn man bei der Boxmetapher bleibt. Ja. Dann gibt es hier eine Funktion range, die zum Beispiel zwischen zwei Zahlen und einer Schrittweite dann eben eine Liste aufbaut. Ne? Genau. Ja. Was ist Index of?
Das müsste, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, einfach den Index des Elements in der Liste liefern. Also ah, okay, ja, zählt wirklich einfach grade, hoch. Geht durch, ja genau, macht immer den Head auf den Element und macht sonst den Index, inkrementiert es ja, sucht den Index. Auch aus funktionaler Sicht was völlig ineffizientes, was man versucht zu vermeiden. Genau. Ja, dann gibt es noch ein paar Listenoperationen, kommen jetzt. Ist alles etwas durcheinander, aber soll uns nicht weiter stören. Genau. Find sucht eben nach einem Element anhand von einem Prädikat, das übergeben wird, und gibt dann ein Option zurück, denn es ist ja nicht garantiert, dass dieses Element auch wirklich vorkommt. Slice zerlegt, gibt einen Teilbereich einer Liste zurück zwischen Start und End. Dann gibt es hier noch mehr Listenfunktionen. Dann gibt es auch wieder so ein Dispatch für Fold Left, was dann auch auf den ganzen vorher eingeführten Datenkonstruktoren funktioniert. Ja, und dann wird es so schön, dass ein Merge auf einmal ein Fold Left plus plus fürs Konkatenieren ist. Genau. Ach, das sieht schön aus. Intercalate gibt es noch. Das ist ganz praktisch, wenn man eine Liste aus Strings hat und man möchte jetzt zum Beispiel dort noch einen String dazwischen als Separator einfügen. Dann eignet sich das sehr gut dafür. Fold Right, also dann sind das alles nochmal sozusagen, nehmen wir das mal gerade, generischere Funktionen, die dann genau die Datenkonstruktoren mappen. Dann haben Sie da mit Naturals, da gucken Sie auf was nochmal. Da sieht man im Prinzip die Laziness der Sprache ganz gut. Da generiere ich nämlich eine unendlich große Liste aus Zahlen, beginnt bei 0, das sieht man hier, dass Helper mit 0 gestartet wird. Und dann erzeuge ich eben eine Liste, die immer dieses n enthält. Am Anfang ist das 0 und ruft das rekursiv hoch, rekursiv einfach auf und inkrementiere natürlich das n. Dann kann ich mir mehr, ja, kann ich die weiteren Elemente abrufen, aber immer erst, wenn ich sie brauche. Andere Sprachen würden da jetzt in der Endlosschleife laufen. Genau. Und dann haben wir noch ein paar hübsche weitere Funktionen. Exist, contains, for all. Das sind auch so. Ja, Durchsuchfunktion hat es das Element, ne? Also da existiert das, wahrscheinlich ein True-False zurück, Contains gibt das vermutlich. Da sieht man auch ganz schön die also, ja. Dualität der beiden, Exists und For All. Wenn man das mal vergleicht, dann ist der einzige Unterschied im Prinzip nur das, die Binäroperation und das Zero-Element. Ist wirklich schön. Da kommen noch solche anderen Geschichten. Aus irgendeinem Grund wollen sie mit Primzahlen. Das war wahrscheinlich Sport. Genau. Ja, du, dann haben sie hier Du ist gleich Swap, Flatmap, Do.io. Genau, das war so ein erster Versuch, mit diesen riesigen Flatmap-Geschichten ein bisschen ordentlicher umzugehen, ohne eine Do-Notation einzuführen. Hat sich dann aber doch nicht als so praktisch erwiesen. Und zwar im Prinzip wollte ich damit erreichen, dass die Monade, die da gemappt oder geflatmappt werden, im Prinzip nicht in der falschen Reihenfolge stehen, sondern dadurch, dass ich sie immer als erstes angebe, ich swap ja hier die Reihenfolge der Operatoren, stehen sie im Prinzip in der richtigen Reihenfolge von oben nach unten. Okay, ja. So, und dann sind wir schon jetzt 5, 4, 8 beim Printline, also auch wieder. So, und dann kommen wir, da machen wir gleich das nächste Video zu. Genau. Dann ab Zeile 550 geht es los mit Ihren Bemühungen, die Sprache mit sich selbst zu erweitern. Jetzt kommen wir also, das war jetzt ein langer Weg dahin. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie kann sich Lambda M selbst erweitern? Das schauen wir uns im nächsten Video an. Genau.